von Anycube. Wie angekündigt von Anycube, ein PLA-Drucker sein. Schauen wir mal. Gut, packt wie immer. Ja, da haben wir schon mal was. So. Ein Paket Klappkolle dazu. Drinnen. Das zeige ich euch dann. Passt. Dann haben wir da sein Blech. Aha, das untere Stück, wie man sehen kann. Mhm. Schaut euch gut was. Es ist der Anycube S, ich werde das mal noch genauer sagen. Ich glaube noch mehr, nicht nur S, sondern auch noch mehr. Eine längere Bezeichnung. Gut, so, jetzt heben wir mal das runter. Schicht drauf, sehr gut, also gut verpackt. Dann haben wir da drei Zentimeter drauf. Das ist nur eine Versteifung. Das nicht zu angreifen. So, das war jetzt nochmal alles drinnen. Jetzt nehmen wir die Verpackungsverhüllung wieder rein. Also wir haben da die Plattform, auf der wir drucken können. Ich glaube ein bisschen kleiner als wir beim letzten, was sie mir geschickt haben. Gut. Schauen wir mal, was wir da alles drinnen haben. Irgendwo müssen dann noch Schrauben sein. Es ist natürlich eine Anleitung drinnen, auch, die auch anzeigt, wie das installiert wird und angeschraubt wird. Da brauche ich dann eine Speicherkarte wieder. Ein Zertifikat, wie immer. Wir haben wieder auch das eine Presszange, eine kleine dabei. Einen kleinen Schraubenzieher. Sehr kleinen Schraubenzieher. Dann haben wir Imbusschlüssel, verschiedene Größen. Dann haben wir da Schrauben. Das sehe ich da drinnen. Schauen wir, wo die hingehört. Da haben wir noch einen Imbusschlüssel. Den lasse ich immer da drinnen. Die sind ziemlich klein. Ein Stromkabel.
da drinnen. Schauen wir, die hingehört dann. So, die Stromkabel. Zack, gehen wir weg. Wieder ein USB-Stick. Eine kleine Spachtel. Einen USB-Kabel, Probe-PLA und die Düse. Sehe ich gerade, die Düse ist jetzt der Düsenkopf. Der Düsenkopf ist da aus Plastik. Zu mir ist mit Plastik überzogen. Aha, das ist das, ein Schutz drüber. Passt. Da haben wir auch noch irgendeinen Chip. Passt. Und noch Teile zum Befestigen, nehme ich an. Ja, wir werden jetzt einmal schauen, wie wir das Licht machen, damit wir die beiden Seiten ein bisschen Licht haben. Wie man das jetzt befestigt. Auf jeden Fall gehört das jetzt einmal. Und wahrscheinlich das darunter, nehme ich an. Okay. Das heißt, wir müssen das einmal hochnehmen. Ich sehe gerade, eine Düse ist drinnen, das heißt, wir haben sogar eine Ersatzdüse diesmal dabei. Das finde ich toll, weil diese Düsen haben manchmal das Problem, dass sie schnell kaputt gehen. Jetzt haben wir da natürlich jede Menge Schrauben. Das hätten wir vorher vielleicht schon ein bisschen. So, das kippt nicht um. Sehr gut. Jede Menge Schrauben. Dann schauen wir mal, was für ein großer Imbus passt da. Der auf der Seite an. Eine Ersatzschraube ist dabei wieder. Also da muss ich sagen, da sind sie wirklich gut. Wenn man gleich Ersatzsachen dabei hat. So, die letzte ist jetzt recht schnell reingegangen. Passt. Gut, jetzt haben wir mal das da gemacht. Die zwei kleinen Schrauben da. Wir müssen jetzt wieder lösen. Schauen wir, wie der passt von dem Imbus. Ja. Das müssen wir lösen. Also, jetzt sagt sich besser. Wenn man so sieht, da sind zwei Schrauben drinnen. Die sollen wir jetzt lösen. Da kommt dann die Halterung dran. Gut. Also man muss sie nicht rausschrauben, sondern nur ein bisschen lockern. Ein wenig lockern, ja. So weit lockern. Dass eben da sind zwei Einkerbungen, die müssen da reingehen können. Ein bisschen geöffnet da. So.
dünn, dieses Teil da, wie ich merke. Auch nicht schlecht, das haltet dann natürlich länger und besser. Wenn es dick genug ist, ist auch aus Eisen. Aus Metall halt. Passt. So. Gut. Und jetzt da. Braucht man da wieder ein Fingerspitzengefühl oder halt zumindest dünne Hände. Passt, aber es geht. Da hat man noch einen Teil dazu bekommen und der soll jetzt so drauf geschraubt werden. Also das ist die BLA-Halterung. Finde ich die Lösung jetzt in dem Fall auch besser, dass die da auf der Seite dabei ist. Und schauen, von der Höhe wird das schon passen, dass da eine links reingeht, die BLA-Rolle. Weil bei der alten hat man das da oben irgendwie gehabt und das Problem war das, dass, so wie ich, wo ich das Ganze unterm Tisch hineinschieben muss, wenn ich fertig bin, weil ich das weghaben möchte, dass dann das Problem war, dass ich das immer runtergeben habe müssen. Ja, jetzt hat man da gut einen roten Stecker und hier eine rote Steckdose, möchte ich sagen. Also da ist jetzt nicht die Gefahr, dass man was Falsches ansteckt. Irgendwo muss jetzt ein grüner Stecker sein. Gut, der ist da drinnen, sehe ich gerade. Okay, genau. Und ein schwarzer. Passt. Ich werde den roten noch rausgeben. Erst die unteren reingeben. So, die sind doch so gut drin, dass man sie rauskriegt wohl. Passt. Da ist jetzt ein schwarzer, ganz unten. Jetzt sagen wir, tun wir zuerst hin. Dann darüber den grünen. Also das haben sie farblich gut gemacht, damit man ja die richtigen Stecker in die richtige Steckdose steckt und den roten oben drauf. Da kann wirklich nichts passieren. So, die Stecker stecken. Das Einzige, was wir jetzt noch schauen müssen, ist, dass wir, das geht jetzt vor, das ist auf der anderen Seite gerade, wieder, warte mal. Oh, 220 Volt eingestellt sind. Nehmen wir mal an, dass es passt. Jawohl, 230, gut. Man kann da nämlich eben verstellen, 110 Volt oder 220 Volt. Es ist 230 Volt eingestellt, das passt das. Und wir könnten jetzt im Prinzip schon loslegen. Aber das ist jetzt dann eine andere Geschichte. Also ihr seht, es hat jetzt gedauert, eine Viertelstunde vielleicht, ein bisschen mehr, 20 Minuten, habe ich es geschafft. Alleine, wenn man es zu zweit macht, ist es sicher schneller, alle Schrauben rein zu bekommen. Das steht. Auch das zu montieren, plus die Kabel anzustecken, hat tadellos funktioniert. Was ich noch einmal erwähnen möchte, weil ich gedacht habe, die musst du jetzt erst einsetzen. Nein, muss ich nicht. Es ist eine Ersatzdüse dabei schon. Also super. Weil die verstopfen schnell manchmal. Und dann ist es gut, wenn man das hat. Es ist ein Sensor, Ersatzsensor dabei. Das sind diese, sieht man das am besten? Da ist zum Beispiel einer, der den Motor zackt, jetzt kommt er ans Ende und den stoppen tut. Also es ist wirklich
einiges an Ersatz dabei. Ich habe auch gesehen, es ist so eine Feder dabei, noch eine Feder, eine solche Feder dabei. Das ist keine Feder, das ist zum für die Düse zum Putzen. Auch gut. Kommt mir jetzt. Super, auch ein, das ist auch dabei. Eine etwas zum Putzen der Düse, wo die Feder hingehört, weiß ich jetzt noch nicht, aber es dürfte auch ein Ersatzteil sein. Und wenn ich weiß, wo das passt, werde ich das in eines der nächsten Videos euch sagen. Aber ich muss sagen, ist wirklich ein gutes Gerät, der Mega S. Jetzt muss man nur schauen, wie er dann drucken wird. Ich habe ja vor, ein Schiff zu drucken für meine Anlage. Und da bin ich froh, dass ich das jetzt bekommen habe von Anycube, weil der alte Mega Z spinnt letzter Zeit, druckt nicht mehr schön. Ich hoffe, dass der jetzt schön drucken wird. Was jetzt auch neu ist bei dem, beim anderen hat man eine Magnetplatte gehabt zum Herunternehmen. Hier nicht mehr. Da ist eine fixe Platte drauf, die aber offensichtlich eben so beschichtet ist, dass man eben das Teil, das gedruckt wurde, leicht herunterbekommt. Also ich habe gelesen auf der Website, es pickt, wenn es warm ist. Und sobald diese Platte kühl wird, löst sich auch leicht der Teil, den man gedruckt hat. Aber das müssen wir alles jetzt ausprobieren. Ich bin nochmal gespannt. Aber wie ihr seht, war das Zusammenbauen trotz alleinigen Bauen nicht so schwierig.